Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Und, ja. Wir sind hier immer noch im Fort Hagen und auf der Suche nach Kellogg, der zur Zeit noch zumindest. Ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Der vermutlich, so wie wir es jetzt gerade glauben, der Entführer unseres Sohnes von Sean ist. Und mir fällt auf, diese Stimme, ist das die exakt gleiche Stimme, wie sie Elijah in Fallout New Vegas hat, in dem DLC von, Elijah in... Sachen hier sind sicher in besserem Zustand als alles, was auf dem Markt ist. Wurden zumindest weniger benutzt. Wie heißt das? Sierra Madre. Oh fuck. Wir sind hier nicht allein. Ach echt? Wen haben wir es gezeigt? Ja, finde ich ja super, dass du da drauf kommst. So, ja, kannst mal aufmachen. Danke. Danke, danke, danke. Eine Waffenkammer. Woo. So. Ich weiß nicht. Hört man das? Draußen regnet es brutal gerade. Das wäre es. Wir haben es irgendwie. Wir haben es Oktober. Scheiße. So. Ja. Nett. Ein Fettmann. Ein Fettmann, oh mein Gott. Hab ich Kleidung, irgendwas, was ich nicht gebrauchen kann? Hier dieses Ding. Kann ich abwerfen. Kann ich abwerfen. Halt zusammen 14. So. Level up. Ach, Level up stimmt. Ich sollte vielleicht erst T drücken. Ach, diese Musik. Ich mag sie. So, wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Machen wir. Ich habe mir nämlich so zwischen den Folgen überlegt, ja, machen wir am meisten die Sachen für, Tragen. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Wenn du überladen bist, kostet das Laufen 50% weniger Aktionspunkte. Also dieses, dass man schnell reisen kann, ist eigentlich das, worauf ich hinab. Ich weiß nicht, wie ich das gerade sagen will. So. Haben wir ja dann irgendetwas, was wir haben wollen? Jetzt plus 2 Wahrnehmung. Das geht erst mit Level 36, achso. Dass automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Das ist natürlich schon geil. Was ist das? Simpex-Fell. Und das ist... Oh, ja, ja. Ich will das haben, eindeutig. 75% ist doch viel. So. Wenn du... Ja. Es ist besser gelaufen als erwartet. Ist es nicht, du warst im Weg. Ein Wecker. Aber nichts Besonderes, was ich jetzt mitnehmen müsste. Wir bleiben dauerhaft beim Schleichen so rum. Schwieriger zu kennen, da ist ein Wodka.
was ich sagen wollte und nicht lügen, wir haben immer noch keine weitere San Francisco Sunlight oder wie hieß die Zigarre? Entdeckt auf dem Weg hierhin. Heißt vielleicht, ist der gar nicht hier. Ist so meine Sorge, die ich gerade habe. Piper, warum bist du so inkompetent? Was ist das denn hier? Na, Klammer. So. Ja, stimmt, da könnte ich auch mal wieder was essen. Na, da geht noch mehr. Hi. Ja. Puh. Erstmal gucken, was hier so ist. Ventilatoren, Wasser. Eine Munitionskiste, die ich noch entsperren will. Irgendwie... geschafft. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich dieser Raum gerade extrem an, Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Das ist Elijah. Elijah, die Stimme. Aber 100 Pro. Nein, irgendwie erinnert sich dieser Raum an, Bioshock. Ich kann's nicht sagen, warum. Es ist so. Oh, fuck. Also. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Wo ist er? Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Und wie komme ich dahin? Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Bist du es? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Oh, fuck. Ich bin ein kritischen... Oh, yeah. Wo ist er hin? Ja, ja, diese Stealth-Boys. Nein! Kann nicht sein! Oh. Ui, ui. Ja, ich glaube, mein Ziel sollte auch erst den anderen Sims gelten. Das war so eine Kurzschlussreaktion, dass ich nicht direkt auf die, auf ihn... Aus Wut und Rache und irrational gehandelt. Und ich muss mich heilen. Oh, was? Superkleber. Oh, ja, ja. War das alles? So. Den Keller kann ich mich auch noch später drum kümmern. Er ist ein toter Synth. Hä, 60?
Ich dachte mehr. Wo ist er denn? Oh. So, und außerdem. Gar nicht mal. 49, 55. Das ist ja. Du bist ja doch nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte. Ja, aber du! Fuck, oh fuck! Ich. Kannst ja hier drüben keine Granaten werfen! Ja, ich könnte natürlich einen Fatman lutschen. Ist hier drin weniger gut. Aber das macht dir nichts. Ah, es war also doch mit. Ja, wann war? Die Granate hast du gut geworfen. Ja, wo bist du? Da. Nicht die Splittergranate. Oh, fuck. Nein. Erst nehme ich mir noch ein Stimpack. So. Oh, oh. Aua. Und du wirst sterben. Ach, komm schon. Tja, Kellogg. Ich denke, das war's. Kybernetischer Genverstärker, Kellogg. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Na. Kybernetische Schmerzunterdrückung. Was? Ein Sensor? Na, Klammerbox. Ein Rekorder. Eine Sicherung. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Erstmal lesen wir das Terminal hier. Sowas wird auch nie in Mode kommen. Runde Bildschirme. Das, also zum einen ist es total bescheuert. Und zum anderen ja. Zugriff. Lokal. Login Kellogg. Anmerkung. Haben den jungen Namen Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Fort Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Sicherheitstürsteuerung. Türen öffnen. So. Huch. Ein Robkoffer. Aber auch nichts weiter Besonderes. Halleluja. Ich trage zu viel. Da ich jetzt aber nicht meine ganzen. Wie viel trage ich zu viel? Eins. Ja, dann legen wir das ab. Dann ist das wieder alles im Lot. Wie komme ich hier raus? Da muss es doch einen Weg geben. Ach, hier ist. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Und da war. Ich verstehe. So nah und doch so fern, ja. Das stimmte da gerade tatsächlich. Ich brauche Fahrschulmusik. Ja, das steigt gegen nicht ein Piper. Ich finde das gut, dass der Lampenschirm nicht permanent dort ist. Hä? Wieso das Dach? Ich wollte nicht auf das Dach.
Huch. Jetzt kann ich raus. Wieso bin ich... Holy shit. Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Ja, klar. Wir sind die stählernde Bruderschaft. Oh. 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 Heilige. Sind die bei Battlefield 1 oder was ist das? Ich glaub's nicht. Maria Mutter auf Erden, was ist das denn? Also mit dem Ding kannst du aber... Das ist das Mutterschiff. Oi. Ich. Also. Das ist. Ich dachte, das wäre die Enklave. Deswegen war ich sehr. Besorgt. Sagen wir es mal so. Alter, wenn das die dunkle Bruderschaft. Ja, genau das ist das falsche Bethesda-Spiel. Wenn das die stählerne Bruderschaft ist, also Gott Gnade, Gott, dass der Rest des Commonwealth irgendwie gegen die überlebt. Es wird nicht möglich sein. Das Ding ist ja... Das... Also... Meine Güte, das ist aber ein Oschi, das Teil. Und ganz ehrlich, das ist richtig geil, dass das hier so rüber die Welt fliegt. Oh. Also Leute, dadurch hättet ihr euch bei mir... Boah, also da, ihr habt mich gerade ein bisschen... anal. Was? Also, boah. Haha. Mit dem Ding habt ihr mich gecatcht, aber so richtig. Und ich bin auf dem Dach, ich will nicht auf das Dach. So, geht's allerdings auch. So, 17 Minuten 50. Ich mache einen Cut.